Ureinwohner, der hat gerade Dingens Highkick gemacht gegen den Ureinwohner. Holy shit. Alter, die Babys gewinnen gegen die Ureinwohner. Oh oh, der Mayonnaise-Typ kommt wieder. Ich finde es einfach zu viel. Echt zu viel. Drei Mayonnaise-Typen. Achso, da unten ist noch einer, okay. Alter. What? Kann es sein, dass es langsam Frühling wird oder bin ich gerade voll doof? Ich lass die ihren Spaß haben. Ja, ist besser so. What the f- So. Achso, da unten ist es hingeschmissen. Ach, doof. Naja. Ich glaube, Essen haben wir, ne? Oh, ich bin tot. Ich wollte dem seinen Kollegen zurückgeben, aber dann hat er sich umgedreht und mir eins in die Fresse gehauen. Shit, die sind ja total am Arsch. Und ich bin auch am Arsch, ne? Also ich bin nicht gut betucht mit dem Leben. Okay. Wegrennen, komm. Der hat mich schon wieder. Und schon wieder. Nein, jetzt hat er mich ins Visier genommen. Shit. Ja, Die fressen ihre eigenen... Ach, mein Gott. Ja, das ist kranke Scheiße, was die machen. Calvin scheißt sich in die Hose. Junge, ich greife jetzt mal an, ne? Also bitte sehr, nicht gerade dich umbringen lassen. Warte mal, räumen wir hier mal ein bisschen auf. Können wir Babys auch? Nein. Babys kann ich nicht verbrennen lassen. Okay. Okay, ich muss weg. Mein Leben ist im Arsch. Ich bin tot. Du bist da mittendrin. Ach nee, Babys. Babyalarm. Ich geh rein in die Masse. Okay, sind alle tot. Okay, ich komme näher. Nein, Baby ist da noch, aber... Wegrennen, 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 komm. Ist gerade niemand in der Nähe. Komm weg, einfach weg. Wir haben eh kein Leben, wir sind am Arsch. Hey, Mayonnaise-Typ. What the fuck? Alter. Oh, hat der schöne Füße. Junge, bitte nein. Okay, die Babys helfen uns irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Oh, ja. So kann's gehen, Till. Der Elektroschocker funktioniert irgendwie nicht, oder habe ich das total? Du musst lange draufdrücken. Ey, du hast jetzt mich getroffen. Na, na, hier kommt der nächste an. Oh oh. Dann benutze ich lieber die Fackel, ehrlich gesagt, weil die muss man nur einmal kurz draufhauen.
Wir haben so ein Arsenal hier an Leuten, ne? Ja. Überall sind bestimmt Beutel. Hey, da hat jemand Kelvin umgenietet, ne? Das Arsch. Oi. Weißt du was? Ich mach gleich Hacke aus dir. Komm raus, du Scheiß. Ich fäll gleich den Baum, der hoch. Kelvin, alles in Ordnung soweit? Nö, der ist am Boden. Ja, aber jetzt macht er wieder weiter. Oh, jetzt kommt schon der nächste Ureinwohner. Warum rennt Kelvin zu den Ureinwohnern? Ist der dumm? Junge, es kommt gleich ein Ureinwohner zu dir mit Feuer. Oh, noch nicht ganz Feuer. Junge, Feuer! Umgefallen. Brenn doch, wollte ich gleich sagen. Hier hast du den Beutel eingesammelt? Ja, einen habe ich eingesammelt. So. Nein, wir Horst nicht schießt Bombing oder irgendwas, weil der Baum ist ja weg. Ja, wieder der Horst. Komische Sache heute, ne? Mit dem Horst. Nein, ich bin tot! Nein, ich kann nicht helfen. Du respawnest nicht. Oh Mann! Nein! Also bei mir lebst du noch. Hm. Boah, ich kann mega schnell rennen. Nein, was mache ich? Aber ich sehe schon dein Zukunftstod. Von wem? Du noch? Nee, jetzt hast du deine Animation. Jo. Oh, so dumm. Ja, ist halt so. Was macht Kelvin eigentlich den ganzen Tag? Er ist, glaube ich, wieder am Arbeiten. Ja, der ist wieder am Arbeiten. Hinten. Okay, gut. Die haben sich auf dem Wasser für ein Schlachtfeld getroffen. Nee, auf dem Eisfeld. Ja, das war nicht mehr normal, das oder? Das ist wie so ein Eishockey-Match gewesen. Also ich würde sagen, schlimmer, aber warum? Warum nimmt jemand Babys mit, ne? Also ich verstehe es einfach nicht. Warum designt jemand Babys in einem Spiel? Übrigens, das ist ein Überlebender. Der hat gerade einen Festschmaus. Bäh. Ich höre schon wieder, Leute. Könnte man sich nicht mal ein bisschen anders orientieren hier im Spiel? Müssen die Leute hier... Ja, wir haben sie wütend gemacht, das ist das Problem. Ich hätte da nicht wie so ein Dulli bashen müssen. Übrigens, Essen, ne? Ja. Ich habe einen Fisch gefunden, Ron. Ich habe ein Problem. Das wäre? Ja, eben, Essen. So, das ist dein Problem. Jo. Ach so, ich verstehe. So, wir haben einen Ureinwohner im Wasser. Das ist der mit Maske. Ah, jetzt ist noch ein zweiter gekommen. Headshot. Okay, die, die sind beide tot. Kann ich nicht mitnehmen. Ja gut, ich habe beide gekillt. Achso, ich habe zwei Lederbeutel. Cool. Gib mir meine Pfeile zurück. Oh. Gib mir meine Pfeile zurück. Hallo. Nochmal. So. Pfeile sind Gold wert. Nein, ich wollte doch so und so. Warte mal, geht das?
Können wir eigentlich die Ureinwohner verpflichten, bei uns zu arbeiten? Per Vertrag oder so? Nee. Schade. Oh, ich hab 4 Lederbeutel. Huch. Ja, die sammeln sich, Münzen, ne? Münzen und Klebeband. Die sammeln sich halt an, wenn man halt Medikamente. Irgendwelche... Ja. Noch mehr genau, Medikamente. Ja, und noch Schneebären. Echt? Draht. Was kann ich mit Draht machen eigentlich? Hier klingt, das wäre irgendwo ein Ureinwohner, aber ich sehe. Ach, bei uns in der Hütte. Wie kommt denn der da rein? Ich habe mir mal Medizin reingeballert. Wir haben 2 Ureinwohner in der Hütte. Wie? Ja, jetzt tot, aber wir haben 2 Ureinwohner in der Hütte gehabt. Hallo? Die haben wohl Sightseeing gemacht oder so. Man weiß ja, nicht anders so genau. Kann ich mir es nicht erklären. Die sind jetzt vor der Hütte. Im Innenhof. Und haben da eine Bräunungs-Session am Start. Einer schönen Luft. Nice, ich habe jetzt eine Brücke rübergebaut zum über den Fluss. Hab sie schon benutzt. Hat was. Oh, Eichhörnchen. Bleib stehen, du scheiß Eichhörnchen. Ja, hab ich dich. Jo, wo haben wir denn die Hälfte hier rumliegen? So da oben. Juhu! Oh, badam, 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 badam. Badam, badam. Ja. So. Wir brauchen noch mehr Licht hier. Ich glaube, in dieser Folge krieg, also bis in dieser Session kriege ich es nicht mehr hin. Aber ich bin sehr, sehr nahe dran. Dass wir das oben schließen können. So. Der hat wohl... Wie du ihn auf brutalste Weise anzündest. Man muss halt lernen. Also brutal war es ja nicht, ne? Also... Okay, ureinwohnerfreundlich. Ey. Es gibt ja wirklich Ureinwohner noch, ne? Ja, warte mal ab, bis wir mehr Höhlen aufmachen. Ne, ich meine im echten Leben, ne? Ah, ja. Warum muss man eigentlich die wirklich Ureinwohner... Ja, warum muss man die im Spiel hier eigentlich negativ darstellen? Oder angriffslustig? Das ist falsch. Du wirst, sobald ihr mehr Höhlen aufmachen, wirst du verstehen, was die Ureinwohner überhaupt machen. Ihr Eigentum verteidigen oder so. Ich muss jetzt wirklich was essen im Spiel, also ansonsten bin ich dann tot. Eventuell grabbel ich mir ein paar Beine von den Ureinwohnern, wenn es geht. Ja, mach das. Ein paar Schenkel. Pulle-Schenkel. Da. Oh, geht nicht. So, jetzt aber, ne? Yo. Oh, ich dachte schon, Kelvin ist ein Ureinwohner. Junge, sind die spawnt? Ja, die spawnen sehr schnell.
Scheiße, meine einzige Lebensquelle. Ist irgendwie auch mies, ne? Futter ist Ureinwohner. Klingt irgendwie fies. Ja, aber ist Tatsache. Ah! Hallo, Kollege! So, ich hab Futter! Nice. Jetzt muss nur noch getrennt werden. Ich lass dann mal Kelvin wieder ein paar Steine danach einsammeln. Ich glaube, Hände gehen ja auch, ne? Soweit ich es verstanden habe. Ja, das geht auch. In Teil 2 gehen auch Hände. Aber die sind irgendwie schwieriger zu holen, habe ich so das Gefühl. Wie meinst du? Ich habe es 1000 Mal draufgeschlagen und das ging nicht. Die Hände. Jetzt habe ich den Kopf aufgehauen. Scheiße. Na gut, jetzt wissen wir, dass er tot ist. So. Hallo. Ich habe dich nicht angegriffen. Das Feuer ist drin, ne? Immer noch. Nee, nicht mehr. Schon lange. Existiert schon lange nicht mehr. Wo soll ich denn, wie macht man Feuer überhaupt? Ich bin doof. Zwei Stocks. Auf. Ja, das ist halt mal ein Problem. Aber ich habe ein anderes Problem. Ich muss echt auf Toilette. Ja, mach Stuhl-TV. Ja, bin dran. Okay. So. Stuhl-TV geht an. Ja, nice. Dann, ja. Mache ich hier weiter fröhlich die Base fertig, während Virginia irgendwas macht. Und Till Stuhl TV, ja, das ist schon interessanter als Till Let's Play, muss ich schon wirklich sagen. Es macht es angenehmer. Man kann jetzt auch wirklich über spannende Themen reden. Das ist. Ah, herrlich. Jetzt kann ich über meinen YouTube-Channel reden und wie, dass ihr den unbedingt abonnieren sollt. Ja, ja. Das macht Laune, das macht Bock. Und sonst so, ja. Ich hoffe, der Typ seilt nicht gerade die komplette Fliesen von der Decke. Aber ich glaube, bei den Konditionen, die er gerade da rauslässt, ist das schon möglich. Könnte ich mir vorstellen, aber wir sind jetzt gespannt, wenn er wieder mal zurückkommt. Was er uns da zu berichten hat. Ich vermute mal, er hat uns nichts zu berichten. Toilettengang? Nö, ich hab nichts zu berichten. Sorry. Oh, da ist er schon. Tut mir leid. Naja, das war's mit guter Unterhaltung. Jetzt geht's wieder weiter mit dem Seniorenprogramm. Ja. Was macht die Tür, bitteschön? Die hängt ein bisschen. Warte mal kurz, ne? Ich hab doch da hinten Stöcke rumgeschmissen. Till, was hast du mit der Tür gemacht? Oh. Die ist doch schön drin, bei mir sieht die super aus. Ja, ich hab uns ausgeschlossen. Ach so, ja, ist halt doof. Ach so. Das könnte man machen, so. Weißt du, so oh. Mit Spikes, oh, unten, dass dann niemand mehr reinkommt. Mhm. Ey, es ist echt dunkel hier, ne? Also man sieht fast nichts. Ja, so aber man sieht langsam mehr und mehr. Wie war es nochmal mit dem Baumenü? B. Ach so.
Brauchst du zufälligerweise Medizin für Leben? Oder ist bei dir aktuell noch alles im grünen Bereich? Leben ist okay. Geplante Wartung. Was? GeForce Now, geplante Wartung. Jetzt. 4 Minuten. Vier Minuten. 0 Uhr. Das heißt, jetzt speichern. Aber ich muss noch mein Bein essen. Ich habe gespeichert, mal so als Notfall. Ja, ist auf jeden Fall gut. Wo bin ich überhaupt hier so jetzt? Lecker Beinchen hier. Hände gehen die vielleicht auch? Ja, sieh mal an. Und ja, würde ich mal sagen, wir pennen. Im Spiel, wenn du gleich auch hier bist. Oder wo bist du? Ja, ich bin gleich soweit. Wir müssen eh. Ja. Sag mal so, Mitternacht ist okay, oder? Also, was die in der Wartung machen. Ja, ja. Speichern. Ach, so schlimm ist ja nicht. Ja. Nochmal speichern und dann nachts skippen. So, boah, wir sind noch im Winter. Ja, ja, immer noch. Uch. Was? Kelvin, danke für den Einsatz. Das sind genug Stocks fürs Erste. Kelvin. Nein, bevor du wegrennst, bleib stehen, hol Steine und Behälter füllen. Es ist wirklich so, wenn man den Gegenstand aus der Hütte, aus der Hand nimmt, kann man überall trinken. Also im Fluss halt. Ah, ich kann die ganze Zeit trinken, auch wenn ich einen Gegenstand drin habe. Speziell. Das passt schon. Kommt vielleicht auf den Gegenstand drauf an, ne? Ich habe die Axt in der Hand. Ich glaube, ja, deswegen bei mir geht das auch. Ja, haben zwei Hände nicht, ne? Aber gut. Wenn wir mal sagen, machen wir Ende. Spiele geht eh. Ja, toll, ne? Aber man weiß ja nie und ich denke mal, auf 0 Uhr ist okay bei uns, ne? In unserem Breitengraden bei 0 Uhr an einem Mittwoch, der eh wahrscheinlich fast niemand spielt, weil man am nächsten Tag arbeiten muss. Ja, speichern ja, nochmals zweimal. Genau. Und dann 5000 Mal speichern. Ja. Sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie.